Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Buddy King. Ich als amtierender Champion habe selbstverständlich die Herausforderung von Pepsi Zeig angenommen. Pepsi Zeig ist mit dabei und wir spielen Dead by Daylight. Ich habe dieses Spiel einmal gespielt und das auch nur im Tutorial. Das heißt, Leute, ich werde so hart auf die Fresse kriegen. Wahrscheinlich so sehr, wie Willi sich bei Rocket angestellt hat. Obwohl, genau, bei der Rache. Ich glaube, so behindert kann ich gar nicht spielen. Genau, Willis Rache. Ja, mal gucken, wie es wird. Unser Ziel ist... Achso, genau, Willi, was sind denn die Regeln? Die Regeln sind, also wir machen einen wie nennt man das normal, wenn man dreimal gewinnt? Best of three. Wenn muss. Best of three, genau. Da muss man aber nur maximal zweimal gewinnen. Genau. Und wenn wir, das Ziel ist Schluss, oh nee, wir kämpfen gegen das Schwein. Die Sache ist, wir müssen Generatoren reparieren. Und das bringt einen Punkt. Wenn man einen vom Haken löst, sind das 5 Punkte. Wenn man die Tür öffnet, wenn alle Generatoren an sind, kriegt man 10 Punkte. Und wenn man geflüchtet ist, kriegt man 20 Punkte. Ich habe Willi gefunden. Du hast mich gefunden. Nein, der Schwein tötet mich! Ich wurde abgeschlagen. Okay, es hat mir irgendwas um die Fresse gebunden. Oh mein Gott, es hat dir eine Falle raufgepackt. Du musst ein Schicksalsspiel spielen. Was muss ich spielen? Ein Schicksalsspiel, aber du musst erstmal befreien. Ich komm gleich. Ja, ja. Ein Punkt. Warum hast du einen Punkt? Weil ich einen Generator erst reparieren musste. So eine Kackbratze! Ja, du bist mir halt nicht so wichtig. Sorry. Wie kriege ich die Maske wieder weg? Du musst ein Jigsaw-Spiel spielen. Mann! Das sind so eine. Dieses Dreckschwein, das ist schon wieder bei mir! Ich bin immer so hart penetriert von diesem Schwein. Mann. Ist das lol. Ja gut, ich bin tot. Was? Lol. Ja. Okay, Leute. Ich würde mal sagen, easy. Ich hab schon mal einen Punkt. Geopfert. Okay. Kann ich jetzt wenigstens euch zugucken? Vielleicht. Zuschauen. Ich sehe das Schwein hinten. Oh, das hab ich, glaube ich, gesehen. Es hat mich halt instant zweimal abgeschlachtet. So eine... Ich glaube das Schwein. Ja, die Fotze hab ich, glaube ich, gesehen! Ich hoffe, es holt dich. Nein! Pepsi Zeit! Es ist eine Fotze! Ja. Oh Gott, ich muss mich verstecken. Ich wurde direkt abgeschlachtet. Da ist es! Nein, da ist es! Hilfe! Ja! Hol Hilfe! Es versperrt mir den Weg! Ah! Okay, es nimmt jemand anderen! Töte den anderen! Von dem Mekaton hat einfach vibriert. Ich habe mich umgesehen. Wir haben uns beide angeguckt. Richtig tief innig. Ich renn weg, er tötet mich. Lol. Okay, es hat ihn schon mal getroffen, das ist gut. Ja, fang an, den Generator zu reparieren, Willi. Ja. Macht natürlich Sinn. Okay, ist erst da hinten, alles klar. Jawohl! Oh. Oh oh. Ja, er kommt. Nein! Mann, bist du kacke, was kannst du eigentlich? Nichts. Was? Ich hab mein Ding weggepackt! Okay, Leute, wir gucken jetzt mal den anderen Leuten zu. Okay, die sieht ein bisschen. Alles Fixschwein, es kommt! Er sieht wie unser. Ja, ist gut, dass der zu dir kommt, dann kann er den anderen Mate helfen. Okay, es läuft hier schon mal rum.
Ich glaube, es sucht mich. So. Er wurde auf jeden Fall ausgehakt. Willi, du hast jetzt, glaube ich, 3 Punkte, oder? Ein für den Generator und einmal, wenn du mich einmal gerettet hast. Ich habe dich nicht gerettet. Achso, das warst du nicht. Das war nicht ich. Ich wollte dich gerade retten, hat dich jemand schon runtergeholt. Ja. Die sind wenigstens nett zu mir. Ja, wenigstens einer in deinem Leben. Es gibt viele nette Menschen, die nett zu mir sind. Zum Beispiel? Deine Mutter zählt nicht. Okay, warte. Deine Oma zählt auch nicht. Ja, lass mich überlegen. Ja, komm, ich hab nette Kommilitonen. Das sagst du. Ja. Zwar nicht alle, aber ein paar sind nett. Okay, er stellt sich ziemlich gut an, er repariert gerade den Generator. Hilfe! Jawoll! Ich seh's! Ich die Schweinebulette! Die Schweinebulette! Willi, renn ich aus der Kamera raus! Nein! Nein, du Ficker! Kriegst lass mich! Schöne Maske? Hilfe! Ah! Ja, okay, er sieht dich. Also der Typ, den ich gerade zugucke, der sieht dich. Der LD-Ler. Versuch mich zu befreien. Da steht jemand. Er wartet gerade ab. Oh Gott! Was ist passiert? Der Entitus will mich essen! Ja, mich hat er gefressen. X, immer X. Ja, rette. Guck mal, die kommt sogar. Rette mich. Nee, dahinter kam, ich glaube, der Feind. Nee, war ein Mate, okay. Ja, die sind halt gerade beide gleichzeitig angekommen bei dir. Aber das siehst du halt nicht, oder? Hast du es gesehen, dass beide angekommen sind? Ja, ich habe sie beide gesehen, nämlich. Okay. Die Frage ist, wusstest du? Ich höre die Schweinebulette. Ich habe sie eben gehört, glaube ich. Okay, der nächste Generator. Ich höre den Sound nämlich. Ja. Was? Einer ist tot. Ja, ich bin tot. Wo ist das Schwein? Schnitzel! Ich weiß, ich muss ein Jigsaw-Spiel spielen. Ich habe aber keine Ahnung, wie man das macht. Hier hinten ist eins. Ah, das Schwein! Ja, ich seh's. Lass mich! Willi, renn nicht hier hin! Mann, du bist so unfair, du Missgeburt. Fick dich. Ich fick deine hässliche Missgeburtenmutter. Jetzt lass mich los! Ja, voll unfair. Er sieht ihn nicht. Alter, ist das ein... Er hat ihn nicht gesehen! Ist das ein Idiot, ey, wirklich. Bist du tot? Ich tu nur so. Also du bist jetzt auch endgültig tot? Ja. Okay, da würde ich sagen, wir können ja rausgehen, weil wir werden eh nicht wiederbelebt oder ähnlichen. Ich hab 5000 Punkte gemacht, yay. Also, Blutpunkte. Okay. Also einen Punkt habe ich schon mal, ich stehe in Führung. Genau, wir gehen hier raus an der Stelle. Und Willi hat den ersten Punkt. Ist ja. Die Frage, entscheidet die Willi. Entscheidet Willi auch die zweite Runde für sich? Ja, also ich bin jetzt irgendwie nicht mehr bei dir. Ja, wir sind aus der Lobby rausgeflogen. Du musst wieder auf Überleben mit Freunden gehen. Okay, das Spiel ist doch lustiger als gedacht. Du kriegst eine Einladung von mir. Jo. Geht dann die Aufnahme überhaupt weiter, wenn ich jetzt rausgehe kurz? Ja, wa? Ja. Ja. So, und dann kann das Ganze ja nur noch schief gehen. Ich will nicht dieses absolut. Schwein suchen. Das Schwein suchen? Ja.
Mann. Warum musste ich auch direkt von dem Schwein zweimal penetriert werden von hinten? Ungelogen. Es steht halt auf, es steht auf schweinige Sachen. Weißt du, ungelogen. Ich laufe geduckt hinter der Kiste. Bub, Schwein kommt. Danke. Ich werde befreit. Ich gehe hinter der Hecke. Bub, Schwein kommt. Das hat mich quasi beim ersten Mal direkt markiert und dachte sich, den Wichser, den hole ich mir. Wenn der nicht stirbt, werde ich nicht glücklich. Genau, ich muss André töten, der ist, darf nämlich nicht gewinnen. Genau, du hast ihn bezahlt. Das ist ja ein Abonnent. Das ist locker ein Abonnent. 100 pro. Der kennt Willi, dich. Du hast ihn bestimmt bezahlt. Klar, ich bestimme schon vorher, wer in die Lobby kommt und so. Es ist bestimmt still und heimlich Kimschki. Ist es auch. Psst. Der Gifty und Kimschki. In einer Person. Nee, okay. Der eine, der nicht, der andere Spieler, der dich nicht runterholen wollte, das war nämlich Gifty. Der hat dir nämlich extra nicht runtergeholfen. Ach so, ja, okay. So. Allein da kam so ein Assi. Ich bin bereit. Ich spiele wieder den Nerd-Typen, den Bürohengst. Der sich gerade die Nase rumbohrt. Nee, der knabbert gerade an dem Fingernägel, weil er Angst hat. Ist ja noch ekliger. Also ich meine, wenn so eine Warzenschwein auf dich zugerannt kommt und dich von hinten absticht, hätte ich auch Angst. Ja, okay, das ist aber halt so. Ja, aber ich bin jetzt schon einmal gestorben, deswegen darf ich jetzt ja Angst haben. Nein. 2, 1, du musst, Risiko. Du musst Punkte machen. Ich weiß, ein Punkt brauche ich, mindestens. Oh nein. Gegen den Hinterwäldler spielen. Oh nein. Der Hinterwäldler ist mit einer Kettensäge ausgerüstet. Ich will nicht. Die macht One-Hit. Die macht One-Hit. Ich will nicht. Ich hoffe, Willi wird einfach erstes massakriert. Ich hoffe, er spawnt direkt neben dir, direkt neben dir. Das ist mein Traum. Ich glaube, das Schwein ist direkt vor meiner Fresse gespawnt, deswegen hat es mich direkt halt erwischt. Es hat dich gerochen. Ja. Einmal quer über die Map. Nur weil ich gerade seine Mutter gegessen habe. Oh, wie Bambi oder was? Wie was? Wie Bambis Mutter. Nee, die wurde ja erschossen oder überfahren. Genau, das hast du auch gemacht. Nein. Du hast sie erschossen und überfahren. Nein. Ich weiß nicht, was niemals tun. Nein. Wo denken wir nur hin? Ja, ich würde keinem Tier was zur Leide tun. Oh, wir sind in der Nightmare on Elm Street Schule. Deadham Vorschule, ich hasse Schulen. Hashtag ja, das ist bei Nightmare on Elm Street. Hashtag angehender Lehrer. Oh Gott, der Hinterwäldler. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich gehe nicht ins Haus. Ich gehe schon mal in die Büsche, da sieht er mich zumindest nicht. Ich muss nur länger überleben als Willi. Und zwei Punkte holen. Dass du flüchten kannst. Müsst einfach mal entkommen, dann würdest du gewinnen. Oh, ich hatte Kettensäge. Und einer ist tot. Ja, ich sehe ihn. Ich sehe den Toten. Du musst ihn retten, dann kriegst du 5 Punkte. Ja. Ich muss warten, bis er aufgehangen wird. Und da wirst du selber getötet. So, er wurde aufgehangen. Wie viele Punkte kriege ich? 5 Punkte. Nice. Jetzt ist die Frage, wo ist der Helibilly? Alter, er läuft hier irgendwo rum. Ach, der campt! Campt er bei ihm? Direkt vor ihm, glaube ich. Okay, das ist hart assi. Ne, jetzt ist er weg. Ne, da steht er! Da steht er! Ich glaube, er hat mich gesehen. Hast du gerade einen Generator gemacht? Ne, ich bin gerade in der Nähe von einem Generator gewesen. Alter! Er campt genau vor ihm! Ja, ich seh's. Ich seh ihn. Das ist für eine Sau, Alter. Das gut, ich ist mega scheiße. Gut, dann geh ich zurück, den Generator aktivieren. Ja, ich gehe jetzt auch. Es war assi wie Sau, aber ich kann nichts machen dagegen. Ich auch nicht. Er gibt mir nicht mal die Punkte, dieser miese Wichser. So ein Hurensohn.
Das hast du jetzt. Aber weißt Bescheid, sobald er dich einmal hat, hast du verkackt. Weil er campt. So, jetzt ist irgendwas passiert. Er ist tot. Oh, er kommt zu dir, er kommt zu dir. Sicher? Woher weißt du das? Er läuft gerade in deine Richtung. Ich finde keinen Generator. Ein Mate kam gerade zu mir und meinte, folge mir. Nein! Hallo. Nein! Ich hatte Kettensäge im Hintergrund. Ja! Er ist bei mir! Hast du verloren? Nein! Lauf, Digga, ja, lauf! Man, töte doch den Schwarzen zuerst! Nicht mich! Komm, ich krieg jetzt noch einen Punkt. Generator! Er geht mit mir in den Keller! Ich will nicht in den Porno-Keller! Nicht, oh mein Gott, nicht der Keller! Der Schwarze ist hinterher gerannt! Er hat den Schwarzen auch gleich! Er holt den Schwarzen! Was? Nein, oder? Doch, er holt den Schwarzen! Nein, der Schwarze! Ich warte jetzt hier unten im Keller, dass du den Schwarzen herbringt. Mami, bring mir den Schwarzen. Bring mir den Schwarzen. Oh, der Schwarze ist mein Schussengel gewesen. Weißt du, was passiert ist? Was denn? Ich wurde verschleppt und der Schwarze kam einfach hinter dem Hinterwettel hinterhergelaufen. Der Hinterwäldler hat mich aufgehangen, dreht sich um, geht raus, der Schwarze hängt mich wieder ab. Ich hab Angst rauszugehen. Zwei Punkte! Da ist er! Er ist schwul! Wieso? Hat er dich? Nein! Noch ja, nicht! Komm. Er ist dumm! Er ist dumm! Er ist dumm! Oh. Der alte Jäger! Ich krieg einen Herzinfarkt. Ich werd von Schwarzen geheilt sogar noch. Oh, was für ein geiler Typ. Richtig geiler Dude. Hallo! Tschüss, viel Spaß mit dem Hinterwäldler. Wer stöhnt da? Das bin ich. Au! Da ist er! Hat er dich? Er kommt! Nein! Rutsch! Rutsch! Ja. Rutsch! Rutsch! Ja. Nein! Jawoll! Wem hat der andere ist am Schrank! Der andere ist im Schrank! Nein, ich bin nicht im Schrank! Nein, Billy, er ist im Schrank! Ich bin nicht im Schrank! Nein, bin ich nicht! Der andere ist im Schrank! Der Schwarze kommt dich retten! Nein, er hat das beide. Fuck my life. Der andere ist im Schrank. Nein, ich bin nicht im Schrank, Willi. Halt die Fresse. Hilly Billy, er ist im Schrank. Er hat den Schwarzen. Ich muss diesen schwarzen Typen einfach retten. Nein, das nicht. Doch, ich muss. Er hat mich auch gerettet. Er hat mich gerettet und mich geheilt. Ich muss da gleich runter ihm retten. Ich komme sonst nicht mit meinem Leben klar. Hallo Willi. Wo bist denn du? Im Schrank. Hi. Ist er unten? Ja, er ist noch unten. Geh mal weiter. Nö, ich warte jetzt hier. Okay, Willi. Ja. Ich mache jetzt was ganz Verrücktes. Er kommt! Gehst jetzt. Bist raus? Aus dem Schrank oder was? Ja. Hat er dich.
Ja, er hat halt instant gewartet, dass einer hier langkommt. Lol. Ich bin aus dem Schrank raus, er kam direkt nach oben gesprintet. Lol. Er kommt hoch. Kämpft er bei dir unten? Nee, er kommt hoch. Nee, oder? Ich muss unbedingt die Falltür finden, dann kann ich mich flüchten instant. Ja, weil du der letzte Überlebende bist, aber noch lebe ich. Ah nee, nein, die gibt's nicht. Kämpfe! Kämpfe und dein Leben! Der Schwarze darf nicht umsonst gestorben sein! Scheiß auf den Schwarzen! Ich will überleben! Nein! Er vergewaltigt mich auch noch von der Seite! Was macht er denn? Er hat mich gerade geschlagen! Er kommt runter und schlägt mich noch! Oh, komm! Ich kann nichts dagegen tun! Ich kämpfe gegen diese Missgeburt! Ich überlebe! Ja, er chillt einfach unten. Er wartet einfach unten, dass ich draufgehe. Fotze, das sind so eine Fotzen, die sowas machen. Ja, ich bin tot. Ah, fuck you. So, Willi, du musst noch überleben. Nee, du hast jetzt 2 Punkte, wa? Ja. Ja, damit hast du 2 Runden gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Jo. Du bist... Ich will aber trotzdem überleben. Ja, da gucke ich dir noch zu. Scheiße. Du bist der neue Buddy King. Ja! Jetzt habe ich ihn gefunden. Er kommt! Ich höre ihn. Ist er hinter mir? Nö. Ich hoffe, er holt dich. Er soll dich vergewaltigen, so wie er mich vergewaltigt hat. Er soll mich nicht vergewaltigen. Ich stehe da nicht drauf. Ich stehe nur auf Würgespieler. Ich wage nur Jokey Games. Ich hör die Falltür. Da ist sie, ich hab sie gefunden! Ich kann flüchten! Nein! Ich bin geflüchtet! Nein! 20 Punkte! Tatsächlich. Ich hab 22 Punkte! Okay, Leute. Damit verabschieden wir uns an der Stelle und ich darf den neuen Herausforderer vorstellen. Der nächste Herausforderer, der gegen den jetzigen Champion Willi spielt, wird Gifty sein. Oh, yes. Ah, scheiße, ich dachte, ich habe eine Chance, aber ich wurde 2-mal hart vergewaltigt von dem Mörder. Aber weißt du, wie artig das ist? Ich kämpfe um mein Leben und er kommt einfach zur Seite und schlägt mich nochmal weiter. Ja, so eine Fotze, ey, wirklich. Ich hab die ganze Zeit nur noch X gedrückt. Ich hab einen Daumenkrampf gekriegt. Ich hab einen Zeigefinger weitergemacht. Mein Zeigefinger hat einfach gekrampft. Geil, okay, ey. Okay, Leute. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao, ciao.